damit ein herzliches Willkommen zu einem weiteren Part zu Let's Play Pokémon Mystery Dungeon Team Blau Part 7 müsste das mittlerweile schon sein. Und ich habe mehr oder weniger jetzt versucht, mich hochzuleveln. Bei Shigi ist es leider nur ein Level und bei Pikachu wurden es dann zwei Level. Aber ich denke mal, dass wir das Level von Shigi hier noch in diesem Part sehen werden. Wir sind hier am Fuß vom Donnerberg. Oh, ob Simsalas Team bereits schon auf dem Weg ist? Zapdos? Der Name klingt nach Stärke. Brr, ich zitter. Ja, es ist halt auch ein legendäres Pokémon. Unser Ziel ist einfach erklärt. Wir werden Tangulus retten. Jerome, wir versuchen unser Bestes. Ich weiß gar nicht, wie lange das jetzt geht. Theoretisch hätte ich auch Pokémon mitnehmen können. Okay, bis jetzt. Ja gut, die zwei. Ja gut, das erste Level, ne? Da muss man nochmal aufpassen. Okay, der Doppelkick, der da, da dachte ich mir gerade schon, was ist das denn? Okay, dann geben wir mal Level 2, also Etage 2. Ich denke mal, es gibt 15 bis 17 Etagen. Sehen wir jetzt einfach. Ah, geil, die zweite wird uns auch direkt geschenkt. Finde ich gut. Tuska. Die ist jetzt bei Blue White. Yo! Kommt ein Tekken, kriegst du auch noch. Also Tekkill. Auf den habe ich keinen Bock. Aber der war auch eben nicht stark. Hier, da ist er schon. Ah, nice! Mein Level ist somit auch gestiegen, ja. Ein Punkt, ein Level halt. Wir sind jetzt Level 16. Ist er... Oh, nice. Dritte... Ah, vierte Level dann schon. Oh, nice. Finde ich gut. Finde ich gut, muss ich sagen. Der Donnerberg, Etage 4. Boah, bei dir werde ich erstmal einen Blubber einsetzen. Und ja... Schade, dass er nicht paralysiert wurde gerade. Ich muss echt aufpassen, dass ich vielleicht echt hier nur die normal angreife. Weil ich glaube, wenn wir jetzt gegen Zapdos müssen, boah, das kann schon schwierig werden. Dazu hoffen wir einfach mal, dass wir das Team von Simsala mindestens dabei haben. Komm. Bitte komm mit. Geht doch. Nice, schon wieder ein schlafendes Hornelio. Ah, Donnerberg, Etage 5. Ach gut, dann war das Torboga wohl platt. Alles gut. Fuck, jetzt haben wir doch verkackt. Komm, schnell Geschichte mit dir. Digga, ist der gut gewesen. Also die Attacke ist echt gut von dem. Aber Pikachu soll auch von Donnerteam die ganze Zeit zu machen. Gut, dann kriegst du jetzt halt die Aquaknarre. Junge, Pikachu macht ja nichts anders. Digga, fuck. Erstmal hochheilen. Hin, her, scheiße, Mann.
Boah, ich bin kein Fan von dem Level. Von dem... Fuck. Fuck. Okay, er ging. Aber, ey, nee. Gut, gehen wir weiter. Donnerberg, Etage 6. Ui, gut. Das wurde uns geschenkt. Das ist auf jeden Fall schon mal geil. Damierplex. Komm. Komm, wir verpissen uns. Am liebsten wäre es, wenn wir schon Electek halt einfach mit, dass einfach das sich schon mit anschließt, aber das wird wohl nicht der Fall sein. Naja. Ja. Ist wirklich so, dass beim ersten Mal sich gar niemand anschließt. Ah, nice. Gorgler. Ja, es ist Gorgler. Es gibt ja noch die Weiterentwicklung. Ich weiß gerade aber nicht, wie sie heißt. Oh, und weiter. Nebenbei möchte ich erstmal checken, ob ich... Perfekt, ich wollte gucken, ob ich auch aufnehme. Ja, ich habe das Format jetzt ein bisschen geändert, weil es sah schon scheiße aus, muss man mal sagen. Und ich habe auch gemerkt, ab da... Ja, okay, eigentlich ist es unnötig. Ein Voltenso, oh no. Das ist das Voltenso. Gut, Pikachu könnte auch viel mehr machen. Aber irgendwie ist es unnötig. Aktuell. Für uns war das gerade super. Schleider schon wieder setzen. Ui, dadurch haben wir was Geiles gesehen. Nächste Level. Wir sind dann Etage 9. Mal sehen, was uns noch alles so erwartet. Laut aktuell muss ich sagen, dass wir den Donnerberg nicht schaffen. Naja. Komm nochmal, hau nochmal zu Pikachu. Das ist dann mehr Flex kaputt. Komm. Ich hoffe, dass es halt so kaputt geht. Ah, okay. Dass wir das mindestens mitnehmen können. Weil das ist teuer, also man kann es auf jeden Fall wohl für viel Geld verkaufen. Dieses Kraftband, und deswegen mache ich das auch jetzt. Ah, Magenknurrt. Ein Apfel essen. Komm.
Und los und los und los und los und los. Komm her. Dass ich. Oh, nice. Hat sich alles sogar aufgefüllt durch den Apfel. Das ist gut. Ah, ne, ich habe ja den. Oh, wow. Ja, ich habe den Top-Elixier ja genutzt. Ich dachte kurz, ich will dem Team beitreten. Ich meine, es hätte niemanden gestört. Ich weiß gar nicht, für was die Box gut sein soll. Na, schade. Komm hier, ein Tag. Komm, Pikachu. Los. Gut. So, wir werden es jetzt abwechseln. Ich werde jetzt ihn kaputt machen. Machen wir Aquakraft. Nee, ne? Komm, lass wechseln. Digga, ich muss jetzt auch noch aufpassen, dass sowas halt nicht mehr passiert. Der ist hinter dir, du. Komm hier. Komm her. Da, im Eingang war ja nichts. Das haben wir so schon mal gesehen. Deswegen müssen wir da auch nicht mehr rein. Mich stört aber, dass es keine schwarze Kontur hat. Wie macht der eigentlich? Ah, da geht's weiter. Okay. Weil da könnte man das hier in diesem hellen viel besser sehen. Fuck. Hier wird einfach das Abenteuer gespeichert. Das ist schon mal eigentlich nice, dass es so einen Checkpoint gibt, weil ich denke mal, jetzt kommt der Boss. Ja, wir gehen weiter. Oder geht's normal weiter? Nee. Der Gipfel, okay. Okay, dann haben wir das erste Kapitel abgeschlossen. Das ist aber nichts so Gute, weil das kann alles nochmal schlimmer werden. Aber hier läuft schon mal eine epische Musik. Komm her. Let's go. Ich frage mich jetzt, wie weit das geht. Wie das. Ja, wie viele hatten wir überhaupt am Ende? Schwierig, ne? Ich würde sagen 10 nochmal. Doch, so 13. Komm jetzt nochmal. Pikachu könnte auch schon nochmal hier in Level aufsteigen. Geil. Geht ja. Theoretisch gehen wir jetzt nicht mehr durch diesen Speich. Eigentlich gehen wir gar nicht mehr Game Over. Also doch natürlich, aber wir müssen nicht alles von vorne machen, weil es gibt ja diesen Zwischenspeicherschritt, den ich eigentlich echt geil finde. Und daran habe ich auch gar nicht mehr gedacht, dass es halt solche gab. Greif ihn noch an. Er greift eh mich an. So. Ja, Skorkler kann uns halt natürlich über das ganze Wasser angreifen. Okay, wenn du nicht anders möchtest. Hier. War mir schon klar. So. Ui, fuck. Nein! Das ist mein Tod.
Ja, es ist der Tod für uns. Ich muss gucken, habe ich Orbs eingesammelt in der Zeit? Komm, los. Komm hier. Scheiße, nicht schon hier. Aber das Ding ist, Elektrik kann er eigentlich gut besiegen. Der hat mir natürlich jetzt noch gefehlt. Pui. Pfui. Das war jetzt aber was. Geil. Etage 3, ey, es fühlt sich aber trotzdem... Oh. Oh, ab hier geht's, glaube ich, los. Wir sind am Gipfel angekommen. Hey, Zapdos, wo bist du? Wir sind hier, um Tengulus zu retten. Komm schon. Gyar. Ja. Ich habe euch gewarnt. Mit einem Ring kenne ich keine Gnade. Ich habe überhaupt keine Angst. Hey, Zapdos, lass Tengulus frei. Wir sind Pokémon. Ein Pokémon-Retterteam. Ich höre große Entschlossenheit auf euren Worten. Also stellt euch meinen enormen gerechten Zorn. Ey, seine scheiß Doppelteam-Attacke, die sollte er doch mal wirklich weglassen. Jetzt einfach Blubber erstmal ein. Wow, nein, ich. Nee, nee. Ja gut, das sind jetzt drei weitere Level. Es geht doch da. Ah, okay, hier werden wir dann wieder landen. Hm. Es lief nicht so, wie wir gehofft haben. Es kann nicht mehr weit sein. Lass es unser Bestes geben. Okay, ich habe einiges verloren. Ich will gar nicht, wie viel Geld wir eigentlich hatten. Scheiße, wir gehen dann mal weiter. Und hoffen, dass es dann diesmal klappt. Ich werde aber... Bevor wir... Eigentlich sind es nur zwei. Ah, doch, sind drei. Ah, naja. So, dann sind wir jetzt schon mal zwei. So. Gehen wir mal einfach hier lang. Ich habe ein gutes Gefühl. Der Kick. Wir waren hier schon mal. Theoretisch könnt ihr... Oh. Ich dachte, es ist ein Goldgummi. Wow. Ich werde jetzt gleich auf Pikachu einfach den Top-Elixier in die Hand drücken. Fuck!
Also sind wir doch hier, okay. Aber gut, dann ist es halt nur zwei, mein Gott. Dann muss ich mir das halt jetzt merken. Okay, es zieht viel mehr. Der ist doch auch behindert. Gucken, ob die irgendwas bringt. Ja, scheiße. Ich weiß nicht, wie oft wir das noch machen dürfen. Kacke, 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 kacke. War nochmal das? Ach scheiße, wir haben nicht mal mehr ein Elixier. Bei dem wollte ich ihm ja eigentlich geben, aber er nimmt ihn einfach viel zu früh. Das ist auch schon mal so, ja, geschenkt hier. Dies, das. Wir sind dem Ganzen, glaube ich, echt noch nicht gewachsen. Was halt nicht mal schlimm ist, aber ich weiß halt auch gar nicht mehr, wie lange ich jetzt aufnehme. Geld. Pikachu sollte halt auf Tackle einsetzen. Blitz auch mal was ein, Pikachu. So, warte mal. Achso, nee, eigentlich kann man die denn nicht ausstellen. Pikachu ist Level 17. Ja gut, ist ja schon mal etwas. Ich glaube aber selbst damit ist er ihm... Bruh, wir gehen auch quasi in einen... Das wird trotzdem nichts bringen, so sagt, meine ich das. Ja. Guck mal, so weit geht der Ruckzuck-Hieb. Ey. Guck mal, selbst das überlebe ich jetzt nicht mal mehr. Scheiß Pikachu. Ich bin jetzt mal gespannt, ob der noch Level, Dings ist. Gucken wir erstmal, wie weit ich denn bin. Okay, 25 Minuten ist der Part bis jetzt. Ist okay. Wie sieht denn überhaupt die Qualität davon aus?
Naja, okay, sieht aus wie ein Game of Color Spiel, passt schon. Okay, das bleibt mindestens, dass er Level 17 ist. Bin ich ja schon mal etwas zufrieden. Naja. Komm, los. Aber das Ding ist, man kriegt ja auch hier nicht mal neue Attacken. Man kriegt mal neue Attacken, bitte. Ui. So was Seltenes? Sind wir mal gespannt, ob der uns vielleicht helfen könnte. Vielleicht kann er uns auch helfen, wenn er will. Ne. Aber ich bin mittlerweile auch auf den Schluss gekommen, wenn Pikachu angreift, dann fragen die halt nicht. Komm, und du auch noch, Skogler. Okay. Hab ja nur noch die drei, ne? Ich werde das nach dem Level. Also heißt, wenn wir gleich... Warte, wie läuft denn das jetzt ab? Jetzt kommt noch eins. Ja, ja. Aber hey, er hat den Fluch zumindest mal gebrochen, Skorkler. Okay, komm. Ich greife ihn von da hinten an. Komm. Pikachu greift doch auch an. Ey, Pikachu, steh doch da nicht blöd rum. Mann, was soll denn das? Komm. Ja. Yeah. Den werde ich jetzt gleich sofort Pikachu geben und der Plosiv. Oh lol. Geht dann an. Skorkler. Scheiße. Komm, betteln die jetzt mal. Komm. Sein. Komm. Ich glaube nicht mal mit Skorkler sind wir gut ausgerüstet, aber ich denke mal besser als bei den letzten zwei Malen. Dass er auch schon von da angreifen möchte. Digga. So, da möchte ich mir jetzt mal was angucken. Scheiße. Vielleicht gehen wir auch einfach den falschen Weg. Ich muss doch wohl gerade nah daran gewesen sein.
Ich glaube, ich gehe jetzt schon wieder in die falsche Richtung. Okay, nein. Okay, Items. Ach, warte, hat das eine... Geben. Ihn. Dann... geben Pikachu. Komm, ich gebe mir das selber. Pikachu, ja, also mir. Okay. Ich muss mich erstmal hochziehen. Oh nö. Das ist genau das, was ich nicht wollte. Ja, geil, mein Level ist auch noch aufgestiegen. Naja, gesäubert sind sie dadurch trotzdem nicht. Gut, dann gucken wir mal, ob wir es diesmal schaffen. Und danach werden wir wahrscheinlich ohne Skorkler wieder hier spawnen. Naja. Bis er kommt. Ui. Ja, Kacke. Er greift mich an. Ui, sie haben es mit Skorkler hinbekommen. Skorkler hat überlebt. Oh mein Gott, das ist geil. Skorkler geht in die Geschichte, das kann halt sein. Was geschieht hier? Arg. Uff. Willst du noch mehr kommen? Ja, genug. Der Kampf hat lange gedauert. Ich hab mich beruhigt, nimm Tengulus mit. Ihr Kinder, ihr habt mich beeindruckt. Aber das nächste Mal wird's nicht so einfach werden. Ich werde mich dann nicht mehr zurückhalten, also seid bewaffnet. Bis dahin solltet ihr an euren Fähigkeiten arbeiten und trainieren. Ja, Skorkler hat uns schon den Arsch gerettet, muss man sagen. Seht mal, dass ein Tengulus... Ja, Skorkler bleibt einfach dann da, als mal in die eine Ecke zu gehen. Bist du in Ordnung? Ah, ja doch. Also einigermaßen. Ich bin froh, dass du in Sicherheit bist. Das war spektakulär. Dass ihr Zapdos vertrieben habt. Jawohl. Für ein schlichtes Shigi bist du äußerst stark. Ich habe bereits bei unseren ersten Begegnungen gespürt. Vielleicht... Du bist kein Pokémon, ist es nicht so? Wow, wo kommst du darauf? Aber du hast recht, Jerome ist kein Pokémon, Jerome ist ein Mensch. Was? Ein Mensch? Das ist möglich? So etwas
überhaupt passieren? Jerome kann es sich auch nicht erklären. Jerome wachte eines Morgens als Pokémon auf und erinnerte sich an überhaupt gar nichts mehr daran, als er ein Mensch war. Oh, warte mal. Lombrero hat damals am Poképlatz etwas erwähnt. Er sagte, Simsala wüsste alles. Simsala, hast du eine Ahnung, warum Jerome zu einem Pokémon wurde? Nein, das ist mir nicht bekannt. Oh, ich dachte, du würdest es wissen. Jedoch, es gibt einen Weg, die Wahrheit ans Licht zu bringen. Oh ja, welche denn? Begebt euch auf die Reise zum Berg der Vorzeit. Dort lebt ein Pokémon, das stets im Himmel blickt. Rayquaza oder wie das hieß? Ein Pokémon, von dem es heißt, dass es in die Zukunft sehen... Ah, nee, Zato, das ist so ein Vogel. Zato ist sein Name. Er soll nicht der Angelegenheit deines rätselhaften Freundes bringen. Was? In Ordnung, lass uns zu Zato gehen. Gehen wir schon bis auf den Berg der Vorzeit. Wir haben keine Zeit zu verlieren. Lass uns schnell zurückgehen. Tengulus, komm, wir beeilen uns. Ja, ich schätze, das sollten wir tun. Ja, gut. Skorkler geht einfach schon vor. Jerome. Jetzt steh hier nicht so herum und lass uns nach Hause gehen. Gut. Wir haben echt leider einiges verloren, was wir hätten noch verkaufen können. Ah, naja. Simsala, ich kenne dich jetzt lange genug. Das war noch nicht alles. Du weißt mehr darüber, nicht wahr? Es gibt etwas, was mich beunruhigt. Jedoch im Augenblick wollen wir davon schweigen. Irretwillen. Um ihretwillen. Teampartner suchten die Partnerareale auf. Ja, okay. Oh, wolltet ihr jetzt ernsthaft das Abenteuer nicht speichern? Natürlich möchte ich aber das speichern, du Arsch. Am nächsten Morgen. Oh, jetzt kommt schon wieder was. Nee, keine Träume, okay. Ist ja schon mal etwas. Wir müssen jetzt zum Berg der Vorzeit, aber vorher machen wir noch... für den nächsten Part, so mach ich noch ein paar andere Dinge. Ah, guten Morgen, Jerome. Guten Morgen. Ich habe mich gestern informiert. Ich habe erfahren, dass der Berg der Vorzeit wohl in der Riesenschlucht liegt. Wir sollten sofort aufbrechen. Lass uns zur Riesenschlucht gehen. Huch, was ist denn? Hör mal, Pikachu. Was denn? Ich verstehe nicht. Warum bist du so froh? Warum? Du fragst dich. Du tust es nicht für dich. Du sagst es, aber genau deswegen strenge ich mich noch mehr an, weil es eben nicht für mich ist. Wir sind doch Freunde, oder nicht wahr, Jerome? Ich will mein Bestes geben, weil es für dich tue, Jerome. Oh, nicht freundlich. So ist es, aber egal. Lass uns einfach alles tun, was in unserer Macht steht, wie immer. So, Post natürlich. So, dann gucken wir natürlich mal, wo sich so... Ach ja, ich habe ja trainiert und da kamen zwei Pokémon, glaube ich, dazu. Das wäre dann einmal... Yanma. Kann ich gleich euch zeigen. Und wer noch? Ah, Myrapla. Besuchen wir sie erstmal. Und lebt sie hier alleine? Ja, sie lebt alleine. Oh, nee, ich jetzt erstmal zurück. Und wir gehen in die Grillbasis. Und möchtest du besuchen? Ach so, da waren wir, glaube ich, auch noch nie bei Nido. Ah, wir haben es einfach vergessen. Doch, da waren wir. Ich habe es nur selber vergessen. So, dann gehen wir jetzt wieder und gucken, wo das Yanma ist. Und dann zum Schluss gehen wir zu Skorkler. Gehen dann nochmal kurz was. Ja, Geld... Das, was noch da ist, eins kassieren und dann uns was kaufen. Heißt nur ein weiteres Partnerareal. Ja, der chillt jetzt erstmal sein Leben lang. Mit Gorkla können wir safe noch was machen. Der hat uns echt den Arsch gerettet. Ja, hier ist Gorkla. Wo ist Gorkla? Ah, da ist Gorkla, nice. Der hat holy shit, wirklich. Ah, mit Kleinstein, der war ja einer. Der kam in den ersten Folgen des Projekts schon dazu. Das mit Yanma und
Dings ist natürlich sad. Ich hätte natürlich nein sagen können, aber wer weiß, wann diese Pokémon dann wieder dazu kommen. Ich hatte eigentlich noch ein Hornlio und ein Knilz, aber beim Hornlio bin ich einmal gestorben und beim Knilz war es irgendwie so, habe ich überhaupt noch was zu verkaufen? Die Gelbgummis, die bringen mir aber auch nichts. Beim Hornlio bin ich gestorben und beim Knilz ist es, es war so dumm, so, wir waren irgendwo drin, wo es dunkel war und plötzlich dachte er sich so, ja komm, ich schlacht irgendeinen Gegner, den er abgeschlachtet, den ich nicht mehr gesehen hat. Das war ein dummer Tod. Aber Knilz finden wir wieder. Altes Labor. Okay. Irgendwie möchte ich den Kern kaufen. Komm. Na gut, dann brauchen wir eigentlich nur noch 2000, um dann halt den Rest hier zu holen. Wir hätten safe uns noch eins oder zwei holen können, aber wir sind ja ein paar Mal leider gestorben. Ja, hier die letzten 34 Pokémon-Münzen. Saven wir da noch eben. Und dann gucken wir mal, ob sich hier was passiert hat. Wenn wir, weil unser Team müsste mittlerweile aus... Ah, beide Level... Nee, warte, Pikachu nicht, oder? Doch, er auch mittlerweile. Ja doch, beide sind... Na gut, der sagt ja immer noch das Gleiche, alles gut. Und damit würde ich sagen, war es das für den Part. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Haut rein und ciao!